Ich hab's. Los, schnell, schreib. Hallo, Hexe Lilly. Komm sofort her. Jetzt Briefmarke drauf und weg damit. Hopp, hopp. Aha! Hallo, ich bin Alina Freund. Ich spiele die Hexe Lilly im zweiten Teil, die Reise nach Manduland. Brief für dich, Brief für dich! Und ich bekomme einen Zettel, das ist in Indien, da ist der Thron verzaubert. Und ich soll hinkommen und ihn entzaubern. Liebe Superhexe Lilly, willkommen in Manduland. Hexe Lilly weiß, ich habe einen Auftrag, ich muss Hektor mitnehmen. Ohne Hektor geht da gar nichts. Das ist ja ein tolles Geschenk. Hä? Gebratener Gecko ist deine Lieblingsspeise. Hä? Und unser Nationalgericht. Was? Moment, das ist keine Eidechse. Das ist mein Freund. Mandulan ist ein nicht allzu großes Königreich, das wahrscheinlich irgendwo am Rande Indiens gelegen ist und eigentlich mal sehr weise regiert wurde von dem König Nandi, der nun aber leider von uns beiden, also Abrasch und mir, in die verbotene Stadt verbannt wurde und für tot erklärt wurde. Also da war diese Reise und dann... Das Herz. Ja, das arme alte Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Zack, raus! Mandulan lerne ich dann einen Jungen kennen, der mir dabei hilft, den richtigen König... Ich verrate nicht mehr. Den richtigen König zu befreien. Hey, komm hier rein! Schnell! Hi, I'm Tanai Cheddar. Ich bin Tanai Cheddar und spiele Musa, der Hexe Lilly hilft. Help, Hexe Lilly. Guliman und Abrasch halten König Nandi gefangen. In der verbotenen Stadt. Wir befreien ihn. Vergiss es. Da gibt's böse Geister, auch wenn du wirklich eine Superhexe bist. Gegen die hast du keine Chance. Kennst du jemanden, der dort war? Nein, es ist ja noch nie jemand zurückgekommen. Großes Abenteuer, großer Auftrag. Hey, hey, bisschen mehr Respekt, Kleiner. Wir sind die Retter von Mandulan. Mein Name ist Suki. Haha,